Denn auf der Rennbahn geht gar nichts mehr. Der Ton ist hinüber, aber ich höre gerade im Stream, hört man mich. Und der Start ist in diesem Moment erfolgt für das zweite Rennpreis der Pferd International Wettstar Social Media Cup. Alles gut abgekommen und Ladoro in der Bahnmitte übernimmt das Kommando zunächst einmal vor Watzlaw, dann weiter innen Wodka Lemon, das sind die vorderen drei Pferde, dahinter Camo. Und dann sieht man Spanish Sea und am Schluss des Feldes galoppiert zunächst einmal Dirndl. Ladoro bringt das Feld in die Gegenseite hinein, führt das Feld an vor Watzlaw, dann ist Wodka Lemon drittes Pferd, dahinter dann Spanish Sea vor Camo und Dirndl am Ende des Feldes. Tempo ist jetzt richtig gut, Mitte gegenüber, Ladoro mit bequem zwei Längen. Watzlaw ist zweites Pferd, Wodka Lemon galoppiert an der Innenseite dicht auf, dahinter Spanish Sea und Camo mit Dirndl am Ende des kleinen Sechserfeldes. Ladoro weiterhin voraus, dahinter außen Watzlaw, innen daneben Wodka Lemon, dahinter Spanish Sea, Camo und Dirndl. Schlussbogen ist erreicht, Ladoro zeigt unverändert den Weg, keinerlei Veränderungen. Watzlaw dahinter zweites Pferd vor Wodka Lemon. Dahinter dann Spanish Sea vor Camo und vor Dirndl. Ja, und so geht es dann auch in die Zielgerade hinein. Ladoro unverändert an der Spitze mit Michael Abig. Watzlaw ist der erste Angreifer, innen Wodka Lemon. Spanish Sea wird nach außen genommen, greift ganz außen an, aber vorne Ladoro, der marschiert. Watzlaw greift an, sehr, sehr kleines Pferd, aber hat hier viel Herz, greift hier beherzt an in der Bahn mit, aber Ladoro ist weiterhin vorne. Ladoro vor Watzlaw, Wodka Lemon ganz innen. Ladoro wechselt jetzt weiterhin nach außen. Innen kommt jetzt Wodka Lemon. Watzlaw lässt sich nicht abschütteln, Ladoro aber weiterhin vorne. Ladoro, Ladoro, Ladoro. Ladoro ist vorne vor Watzlaw, Ladoro, Watzlaw, Ladoro gewinnt vor Watzlaw, dahinter dann Wodka Lemon, weit zurück Camo und dann Dirndl und letzte Spanish Sea. Tja, und dann haben wir auch schon den vorläufigen Richterspruch. Es gewinnt die Nummer 2 Ladoro mit Michael Abig. Zweites Pferd die 4 Watzlaw. Auf dem dritten Platz die 5 Wodka Lemon. Und viertes Pferd war die 1 Camo. 2, 4 und 5. Herzlich willkommen zurück, auch im Livestream, der jetzt aus München wieder bei uns hier in Hannover ist, auf der Neuen Bult. Hannover 96 Renntag. Es wird immer voller, es kommen immer mehr Leute dazu. Es ist eine wirklich tolle Stimmung und gerade eben hatten wir auch ein wirklich schönes Rahmenprogramm. Die Hannover 96 Stars auf dem Geläuf mit der Sportstaffette, also in der Schubkarre wurden sie rumgefahren, haben mit den Bällen Slalomläufe hingelegt und so weiter und so fort auf den Ball gehüpft. Und also die sind ganz schön sportlich, nicht nur auf dem grünen Rasen, was das Fußball Spielen angeht. Jetzt wollen wir uns aber wieder auf den Galoppsport konzentrieren, so wie sich das gehört. Wir haben noch ein paar tolle Rennen für Sie. Sechstes Rennen, Preis der Stadt Langenhagen, ist auch wettechnisch ein hochinteressantes Rennen. Wir haben einen Ausgleich 4 über 2200 Meter. Start ist also auch auf der Zielgeraden, auf dem Geläuf. Also das heißt, wenn Sie hier Besucher gerade in Hannover sind, können Sie da mal hautnah bei einem Start mit dabei sein. Wir wollen Ihnen die Starter vorstellen. Die Nummer 1 ist Viviane mit Melina Ehm im Sattel. Die 2 ist Arturo, Eduardo Pedro. Die 3, Orkan von Marlow mit Sanan McRedmond. Die Nummer 4 ist Shake Your Life, Wladimir Panov. Die 5, Shining Star, Tore Hammer Hansen. Die 6, Sweet Fantasy, Lily Marie Engels. Die 7, Igneo mit Bayer Saikan, Enki Ganbat. Dann haben wir mit der Nummer 8, Shasan mit Andra Starke. Die 9 ist Saba Queen mit Alexander Pietsch. Dann haben wir die 10, Anno Alemann mit Miguel Lopez. Die 11 ist Colorado San José Luis Severio. Und die 12 ist Vanya Rose mit Sibylle Vogt. Trainerlegende
Hans-Jürgen Krösche steht neben mir und kann mir sagen, wer denn das schönste Pferd ist. Ja, das schönste Pferd ist es nicht, aber gut herausgebracht. Jetzt allerdings etwas am Schwitzen durch die lange Pause ist die Nummer 8. Die Nummer 8. Das heißt, auf was achtet ihr denn von der Jury? Also jetzt haben wir gerade gehört, das schönste Pferd muss es nicht sein, nicht zwingend das Pferd, das favorisiert ist. Was muss passen? Was gut herausgebracht ist, also schön, der Pferdeführer soll ein bisschen adrett auch gekleidet sein, nicht in Anführungsstrichen zerlumpt erscheinen. Und das, der Gesamteindruck ist wichtig. Nicht, dass man nach der Klasse des Pferdes geht, sondern die Erscheinung. War das in Ihrer Trainerkarriere dann auch so der Fall, dass Sie da immer extrem drauf geschaut haben, wie die Pferdepfleger rumlaufen? Ja, doch. Bei mir herrscht da Ordnung. Aber ein alter Trainerblick sagt, wenn ein Pferd